something I'm giving up on you. And I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. And I'm feeling so small. It was over my head. I'm nothing at all. And Dankeschön, Dankeschön. Der Herausforderer, Elias Bichele, Team Giovanni. Vielen Dank, Dankeschön. Wir sind uns alle einig, ihr hättet es beide verdient. Starker Teamfight. Aber es liegt jetzt wieder in der Hand von unserem Publikum. Wen schicken Sie nach Hause und wen wollen Sie vielleicht im Halbfinale sehen? Ab jetzt. Der 18-jährige Fritz war Shirins erstes Talent des Abends und hat mit einem emotionalen Auftritt gepunktet. Elias aus Team Giovanni kämpft um den Hotseat. Dafür muss er das neutrale Publikum überzeugen. Die Talente haben keinerlei Verbindung zum Voting-Block. Das war's. It really is a Game of Thrones, you know? And both of those performances were so engaging and oh, just magnificent. The energy was brilliant. Elias, what I love about you is you're a contradiction. You're like Conor McGregor. You've got this fight spirit, you know? And then you, this beautiful voice just comes out of you. I think Germany is going to love you. And I think you're a threat in the final. I think you could win this. Amazing. Elias wird ja schon als Gefahr gehandelt. Wie glaubst du an Shirin? Wie sehr ist er hier eine Gefahr für Fritz? Also Elias, es war ein wirklich exzellenter Auftritt. Du hast es toll gemacht. Und es ist wirklich hart. Weil für mich, auf Deutsch so zu singen, wie Fritz in seinem Alter singt, es ist, ich weiß, wenn wir das Radio aufdrehen und ein Song von Fritz da läuft, erkenne ich sofort, das ist fucking Fritz Speck. Und das ist einfach... Das ist sehr selten. Sehr selten. Vielen Dank ans Publikum. Shirin, wenn Elias hier jetzt gleich gewinnen würde, wärst du auf jeden Fall erstmal ohne Talent da, das ist klar. Ja, und ohne was für ein Talent. Und da das blutet natürlich Mir das Herz, weil Fritz zu verlieren, ist wirklich ein Verlust für The Voice of Germany. Ja. Ja.
Das ist das Harte hier bei den Teamfights. Aber es ist auch eine sehr ehrliche Entscheidung hier von unserem Publikum im Moment. Und ihr habt euch entschieden für Elias oder für Fritz. Oh Gott, Tore! Hey, Tore, Tore! Wirklich? Für Giovanni oder für Team Shireen? Kannst du doch nicht machen. Ich hab noch gar nichts gesagt. Nee. Naja, du sagst einen Namen. Du kannst doch nicht einfach mit irgendeinem Namen die Moderation anfangen. Grausam. Oh, so, also jetzt noch mal. Einer von euch beiden ist weiter. Einer von euch beiden muss nach Hause gehen. Boah, mir ist schlecht. Mir auch. Und verlassen muss uns an dieser Stelle leider Fritz. Das tut mir leid, aber damit, Elias, bist du der Gewinner hier. Herzlichen Glückwunsch! Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Fritz, ey, du hast hier so abgeliefert und Shireen stand so hinter dir und so viele Leute haben dich wirklich gefeiert und werden dich auch noch weiter feiern. Das ist heftig. Also, Fritz Speck, vielen, vielen Dank.